So, Freunde, Asche ist am Start mit Gossenfighter-Gene von seiner Feind von jedem EP. Freue ich mich sehr drauf, habe ich Bock drauf. Erst wollte das um 18 Uhr rausbringen, da habe ich mich kurz hingesetzt. Dann hat er es auf 20 Uhr verschoben. Dann wollte ich gerade noch schnell kacken vorher, weil es um 8 Uhr rauskommen sollte. Auf einmal lädt er 6 Minuten vorher hoch oder so. Danke, Asche. So, und jetzt legen wir hier los mit Asche Gossenfighter-Gene. Let's freaking go, Alter. Weiß auch nicht, ob es ein Video ist oder so, oder nur ein Foto jetzt, oder keine Ahnung, oder so ein animiertes Ding. Schauen wir mal. Okay, sieht aus wie so ein, als würde es tatsächlich ein gezeichnetes Video oder so sein. So ein Comic. Es geht für die Straße, für die Asche-Fans, für die Fighter, für den Massentrend. Ich bin der Prophezeite Nummer 1, er streite nicht mit Hosenscheißern, denn ich sparre nur mit Profi-Fightern. Okay, Reimtechnik direkt wieder sehr nice, gute Reime auf jeden Fall. Softe Stimmlage für seine Verhältnisse, ne? Sag ich jetzt mal. Straße, für die Asche-Fans, für die Fighter, für den Massentrend. Ich bin der Prophezeite Nummer 1, er streite nicht mit Hosenscheißern, denn ich sparre nur mit Profi-Fightern. Gestern noch ein totgeweihter Pole, heute sorgt die Death Note bundesweit für Covid. Gleiche Tode, hebt die Polizeischutzquote. Du machst Modezeit, du Posen, doch dein Todeszeitpunkt wird verwischt wie Gotenreich-Symbole. Richtig, richtig gute Reime. Wirklich sehr, sehr gut. Überdurchschnittlich gut auf jeden Fall. Stark. Hebt die Polizeischutzquote, du machst Modezeit, du Posen, doch dein Todeszeitpunkt wird verwischt wie Gotenreich-Symbole. Ich bin die Einmannahme, ich hab nie Mucke für die Trends gemacht, sondern hab lieber Names gedroppt wie Light Yagami. Trainingshose. Names gedroppt wie wer? Was? Name. Ich hab nie Mucke für die Trends gemacht, sondern hab lieber Names gedroppt wie Light Yagami. Trainingshose. Ich versteh's leider nicht. Sowas ärgert mich, ich versteh's leider nicht. Name. Ich hab nie Mucke für die Trends gemacht, sondern hab lieber Names gedroppt wie Light Yagami. Trainingshose, Fighter, Body, fette Minus, doch bring Charme im Rap-Zyklus wie KIZ-Videos. Wie KIZ-Videos. KIZ-Videos sind immer legendär. Ja, KIZ-Videos. Kuss. Fighter, Body, fette Minus, doch bring Charme im Rap-Zyklus wie KIZ-Videos. Asko, weil ich säuber das System. Der Rinner drückt das Travis Scott Copyright nicht claimt. Ich lass. Rin hat Glück, dass Travis Scott nicht Copyright claimt. Ja, und er stellt hier auf eine schöne Art und Weise auf jeden Fall Rin, dass er von Travis Scott bitet, ne? Gegen Rin hat er sowieso immer schon geschossen, eigentlich seit Anfang an. Also seit er halt bei Kolle war, ne? Asko, weil ich säuber das System. Der Rin hat Glück, dass Travis Scott Copyright nicht claimt. Ich lass Gossip-Viber reden, wie in Comic-gleichen Szenen. Fotzen sie erzählen, Asche, deine Storyline ist fake. Trotz mit Gossenfighter gehen, muss kotzen bei der Szene. Komm in deine Gegend, nutz die Faust wie ein Lobster seine Scheren. Es gibt Dutzend gute Wege. Nutz die Faust wie ein Lobster seine Scheren? Muss kotzen bei der Szene, komm in deine Gegend, nutz die Faust wie ein Lobster seine Scheren. Es gibt Dutzend gute Wege, doch kein Kopfschuss schickt Seelen schneller in die Sphäre als eine Space-Launch-Rakete. Das ist Mucke für die Straße, ich bob unzensierte Namen und schick Hundesöhne schlafen mit einer wunderschönen Graben wie meine unberührte Nase. Und mein Körperfettanteil raubt den Pussys ihre Nase. Es geht um Fame. Er hat auf jeden Fall Körperfettanteil von minus 12 gefühlt, Alter. Der ist wirklich shredded as fuck, der Boy. Also die Reime sind halt extrem gut, ne? Wirklich sehr, sehr, sehr gute Reime. Sehr, sehr gute Reime, Alter. Soundtechnisch ist das ganz nice, haut mich aber jetzt auch nicht krass vom Hocker oder so, ne? Aber die Reime sind auf jeden Fall sehr, sehr stark, Alter. Vom Flow ist das auf jeden Fall, das kann man sich gut geben, so. Geht gut runter auch alles, vom Flow angenehm und so. Aber ist jetzt kein krasser Banger hier oder irgendein überheftiges Brett, ne? Aber sehr solide auf jeden Fall, mit sehr guten Reimen. Schlafen mit einer wunderschönen Graben wie meine unberührte Nase. Und mein Körperfettanteil raubt den Pussys ihre Nase. Seine unberührte Nase. Ich dachte, gebrochen und operiert, Alter. Was für unberührt, Lan. Na wunderschönen Graben wie meine unberührte Nase. Und mein Körperfettanteil raubt den Pussys ihre Nase. Es geht um Fame, Awards, um Klicks und Charts. Doch ich biss auf die Anerkennungsreden. Denn mir geht's um Cages, um Brawls, um Kicks und Bars. Denn ich habe die Gossenfighter-Gene und trainiere nachts im Regen. Aschkuba, die Nummer 1. Gossenfighter-Gene. Ich trainiere nachts im Regen. Die Nummer
Tage, da haben Arme, die nimmt Bindfadennähen Nummer 1, weil ich. Also ich finde, wie gesagt, das ist ganz nice, das geht auch gut runter. Ich finde das auch vom Flow ganz gut. Was in erster Linie mich überzeugt an dem Track sind wirklich die halt sehr, sehr starken Reime. Aber ist jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, kein Asche-Track, den ich mir öfter geben würde, glaube ich so. Muss ich euch auch ehrlich sagen. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es aber auch nicht krass irgendwie. Einfach weil, ich weiß nicht warum, es catcht mich nicht so überheftig. Diese Pisser zersäge, ich mache einen Schritt und setz zum Kick in die Leber, danach zum Schnitt in die Kehle, ihr kleinen Kiffer. Ihr habt euch selbst gefickt, doch ich hab euch doch paar Quittung zu geben. Die Bewirtungsbelege, zu viel dubioses Gerede, über Stammbaum und Gene, zu viel Druck auf Karriere, um mich rum noch Hyänen, zu viel Fragen und Pläne, zu viel Bullshit-Gerede. Bist du Jude oder Moslem, bist du jetzt Pol oder Tschetschene? Ihr seid geblendet von der Münze, ich mach Kunst, das ist Rap und dafür kämpf ich mich durch Sümpfe. Ich war auch einer dieser Ghetto-Kids mit Wünschen, heute bin ich raus und blick auf all die ganzen falschen Menschen, so wie Schlümpfe, ich werd zu Deutschland. Ich blick auf die ganzen falschen Menschen, so wie Schlümpfe. Musste gerade erst kurz verarbeiten, was er mir gerade sagen will. Also, kann man sich trotzdem auf jeden Fall geben, ist nice, aber es wird auch einen Grund haben, warum er den Track jetzt zum Beispiel, er wird natürlich besser auf die EP passen, thematisch vor allem auch und so, aber auch, weil es jetzt, glaube ich, nicht der krasseste Track des Albums wäre oder so, passt halt besser auf die EP einfach, denke ich. Seid geblendet von der Münze, ich mach Kunst, das ist Rap und dafür kämpf ich mich durch Sümpfe. Ich war auch einer dieser Ghetto-Kids mit Wünschen, heute bin ich raus und blick auf all die ganzen falschen Menschen, so wie Schlümpfe. Ich werd zu Deutschlands Hoffnung und Zukunftsgaranten, dank dem YouTuber schlafen, zurück ins Kuder verschwanden, bevor sich ein paar... Okay, Seitenhiebe an Mois und den Keller müssen natürlich sein. Die sind, glaube ich, mittlerweile gefühlt in jedem Track drin, ne? War, glaube ich, nicht die beste Entscheidung, Asche anzugehen, ne? Von Mois Seite aus. War nicht seine beste Entscheidung. Deutschlands Hoffnung und Zukunftsgaranten, dank dem YouTuber schlafen, zurück ins Kuder verschwanden, bevor sich ein paar Ratten Hurensohn nannten, weil paar Dinge aus dem Studio verschwanden, hielten sie Blutsbrüderschaften, ich hab die Bar... Ja... Jedes Kind da draußen weiß, es gibt nur Ratten im Keller, ne? Die Geschichte mit dem Einbruch und so wurde jetzt auch schon super oft thematisiert. Bushido hat das ja letztens auch. Was hat Bushido nochmal gesagt? Irgendwas, deine Stream brechen ein wie dieser Sinan bei Mois oder so. Deine Streamingzahlen brechen ein wie Sinan bei Mois. Irgendwie sowas war es, glaube ich, ne? Ratten, Hurensohn nannten, weil paar Dinge aus dem Studio verschwanden, hielten sie Blutsbrüderschaften. Ich hab die Badehosenfigur und bleib geprächtig gerade wie nach Nasenkorrekturen und plane jetzt ne Tour. Seit Stress bin ich am Glänzen, so wie Wagenpolituren und die Fotzen bleiben männlich, so wie Damen-Rolexuren. Ich bleib... Ohne Spaß, Digga, das sind richtig, richtig krasse Reime alles, ne? Das ist wirklich, wirklich stark. Also reimtechnisch ist das hier wirklich sehr, sehr hohes Niveau. Das kommt schon wirklich... Also da merkt man auf jeden Fall, dass er von Kolle zu einem Aschediamanten geschliffen wurde, Alter. Also wirklich, was die Reimtechnik angeht, brutal gut so. Brutal gut. Das ist halt jetzt einfach ein sehr entspannter, sehr chilliger Beat so. Also es ist auf jeden Fall ein cooler Song, wie gesagt. Aber das vielleicht irgendwie auf einem aggressiven Beat anders gerappt oder so, hätte mich vielleicht tatsächlich noch mehr weggehauen. Aber auch so ist es wirklich gut eigentlich. Es ist nur so irgendwie vom Soundbild her jetzt nichts, was ich mir irgendwie mehrmals reinsehen würde, ehrlich gesagt. Weiß auch nicht genau warum. Musik ist halt Geschmackssache, Leute, ne? Das ist, was viele Leute, glaube ich, teilweise immer noch nicht kapieren. So, was mir manchmal auch noch öfter, was ich mir auch noch öfter bewusst machen muss, aber ganz viele Leute auf YouTube und vor allem auf Twitter oder so, haben, glaube ich, immer noch nicht verstanden, dass Musik sehr viel mit Geschmack zu tun hat auch. Hosenfigur und bleib geprächtig gerade wie nach Nasenkorrekturen und plane jetzt ne Tour. Seit Stress bin ich am Glänzen, so wie Wagenpolituren und die Fotzen bleiben männlich, so wie Damen-Rolexuren. Ich bleib der Unterschied, den niemand unterkriegt, weil ein Beat mit mir mit Niederlagen endet, während ich Siegerfahnen schwenke. Ihr seid Mietnomaden, ich stech in Gesichter, so wie Mikronadeln. Feind von jedem, doch bleib auf der Zielgeraden. Es geht um Fame, Awards, um Klicks und Charts, doch ich biss auf die Anerkennungsreden, denn mir geht's um Cages, um Brawls, um Kicks und Bars, denn ich habe die Gossenfighter-Gene und trainiere nachts im Regen. Aschkobat die Nummer 1. Gossenfighter-Gene. Ich trainiere nachts im Regen. Die Nummer 1. Gossenfighter-Gene. Ich will lieber Krieg als Puff-Atmosphäre. Das ist Kunst wie gemäß. Ja, aber geht trotzdem gut runter, ne? Also float geil, Hook gefällt mir auch ganz gut, muss ich sagen. So. Ist schon ein nices Ding. Auf jeden Fall sehr stabil, für, vor allem für eine EP wirklich. Habe ich eigentlich erwähnt, dass die Reime gut sind?
Also gerade dafür, dass es halt auf einer EP einfach drauf ist, wirklich stark. Ich will lieber Krieg als Puff-Atmosphäre, das ist Kunst wie Gemälde, weil hier jeder neue Song von mir einem Schusswechsel ähnelt. Während ein paar von ihnen dachten, sie können Grundrechte nehmen, wurden sie in der Luft zerrissen, so wie Schutzgeldverträge. Die Wahrheit ist, ich hatte nichts in meinem Leben und wurde gezwungen, auf History meine Geschichte zu erzählen. Und wenn du denkst, es ging um Herkunft oder die richtigen Gene, wird es Zeit, dass ich euch aufkläre und es richtig erzähle. Oha, kommt da noch mehr oder was? Bro, ganz ehrlich, eigentlich ist es mir so scheißegal, wo ihr herkommt oder ob er jetzt Pole, Tschetschene, Russe, Deutscher, Pakistani, Amerikaner, sonst irgendwas ist, ist mir eigentlich so Lade. Solange die Solange die Mucke fett klingt, juckt mich das nicht eigentlich. Weiß nicht, keine Ahnung, da muss er. Ja, kann er mir ruhig erzählen, so, aber eigentlich interessiert es mich wirklich nicht. Wird es Zeit, dass ich euch aufkläre und es richtig erzähle? Aschkobat, der Bond, böse Mist. Nummer 1, denn ich war nie ein Rapper, ich war wie Naruto Uzumaki. Was bleibt es Asche? Aschkobat, der Bond, böse Mist. Nummer 1, wir haben tonnenweise. Death Note, Freitag, 16.07. Ist das nicht der Track, der eigentlich nicht hochgeladen werden sollte, durfte? Oder habe ich das falsch verstanden? War das nicht Death Note? Ist doch ohne Songwriter nichts. Was bleibt es Asche? Der Beat gefällt mir übrigens auch so. Wie gesagt, das ist halt jetzt kein. Das ist halt ein komplett gechillter Beat, so, ne? Fadet der jetzt noch über 30 Sekunden aus, oder? Scheinbar schon, ne? Okay. Schade, dass ich nicht rappen kann. Ja, cooles Ding trotzdem auf jeden Fall. Sehr nice, Mann. Ich freue mich auf das Album, Mann. Ich freue mich wirklich auf das Album. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das Album von Asche. Was bleibt, ist Asche. Ich habe Bock drauf. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen, Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag. Bis dahin, macht es gut, haut rein. Bleibt vor allem gesund. Und ciao.